Ich hatte ein Interview gemacht mit Thomas Jarzombek, der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, und der meinte dann von ja, und also er hatte den Microlauncher-Wettbewerb, das war ein bisschen der Aufhänger, worüber wir gesprochen haben, und da haben wir natürlich auch über euch geredet, und meinte zum Beispiel ein Konzept von wegen, dass ihr Triebwerksteile auch aus der Ukraine bekommt. Der Name ist, glaube ich, auch schon mal gefallen, oder habt ihr, glaube ich, auch selber genannt. Wie sieht da eure Kooperation aus und können die das skalieren, was ihr vorhabt, wenn ihr sagt, ihr wollt viele Raketen starten? Ja, also da gibt es eine Firma in der Ukraine und die ist natürlich weltbekannt. Mhm. Die Vega Upper Stage fliegt mit einem Triebwerk von dieser Firma. Ja. Ist eine mega coole Connection, die wir haben. Die haben wir natürlich unter anderem, weil wir das mit OHB zusammen machen oder weil OHB unser Investor ist. Und diese Connection ist unglaublich stark und wir schaffen es hier im Endeffekt, Kosten aus dem Programm rauszunehmen. Mhm. Es gibt viele Komponenten und Systeme, die im Endeffekt schon mal entwickelt wurden und wir wollen ja nicht das Rad überall neu erfinden. Mhm. Ja, das ist ja nicht unser Anspruch. Wir wollen jetzt so schnell wie möglich, so kosten wie möglich zu so einer Rakete kommen. Und wie gesagt, da spielen diese Supplier eine unglaublich große Rolle. Und das Triebwerk, das momentan in Schweden ist, hat eine Turbopumpe, die aus der Ukraine kommt. Genau, die haben wir dort eingekauft und ist aber natürlich nicht so, wie sie andere einkaufen könnten. Da ist schon Rocket Factory Know-how mit drin. Ja, Turbopumpen, da kommt man natürlich schnell irgendwie, wir reden ja viel über die Automobilzulieferindustrie, die ja hier in der Gegend sitzt, super kompetente Firmen. Eigentlich Turbolader ist doch eine Kernkompetenz der deutschen Industrie. Warum, oder kann man das nicht in Deutschland machen? Genau, machen wir auch. Also unsere Hardware ist komplett in Europa hergestellt. Wir haben Supplier, die uns am Anfang helfen mit Subsystemen, die sie uns zuliefern. Die kommen nicht immer aus Europa, aber das sind nur die ersten Prototypen. Wir werden zum Schluss alles in Europa, in Zentraleuropa fertigen und herstellen. Und die Hersteller, die du genannt hast, die sind schon im Boot. Also wir haben auch Feinguss am Triebwerk und das sind natürlich renommierte Hersteller, die auch Turbolader bauen. Was macht in der Fertigung einer Rakete aus deiner Sicht am meisten Sinn zu automatisieren? Das ist natürlich das Triebwerk. Das Triebwerk ist im Endeffekt der größte Kostenpunkt. Wenn ich mir so eine erste Stufe ansehe, dann oder ja, sogar die ganze Rakete, dann kann man durchaus sagen, 50% der gesamten Kosten sind die Triebwerke. Und das ist ja auch das Tolle in der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie schafft so einen unglaublich komplexen Verbrennungsmotor für so unglaublich wenig Geld herzustellen. Mhm. Und genau da muss der ganze Fokus hin. Die Strukturen sind auch wichtig. Wir haben ja das am Anfang ganz genau mit unserem Investor im Endeffekt analysiert. Da haben wir auch ein bisschen eine unfair advantage. MT Aerospace ist ja einer unserer Investoren und die Firma MT Aerospace weiß natürlich ganz genau, welche Materialien zu welchen Kostenpunkten führen. Und deswegen haben wir uns ganz aktiv gegen Composite-Strukturen entschieden. Wir denken, dass Composite-Strukturen in den Tanks nicht wettbewerbsfähig sind. Wir verwenden Stahl. Im Endeffekt, Stahl ist kostenlos, kann man wirklich so sagen. Stahl kostet nichts. Das ist im Endeffekt, ich muss die Schweißprozesse beherrschen, aber das Material selber, Peanuts. Aber in der Interstage habe ich gesehen, da seid ihr dann noch bei Kohlephase. Sollte es irgendwann auch mal auf Edelstahl umgeschwenkt werden oder ist das, macht es Sinn, sowas aus Kohlephase zu machen? Genau, das ist im Endeffekt haben wir das gar nicht selber beantwortet. Wir haben ein großes Optimierungstool und dieses Optimierungstool schaut sich immer Kosten an. Das heißt, wir haben große Datenbanken, wo der so ein Optimierer reinschauen kann und kann quasi die Datenbank fragen, hey, ich habe so viel Bending Moment, ich habe so viel Axial Flux, so sieht das Design aus, kannst du mir mal sagen, wie teuer das wird in der Herstellung? Und im Endeffekt, diese Antworten eruieren wir nicht selber, sondern das bekommen wir von unseren Optimierungstools. Mhm. Und die Optimierungstools sagen uns, die Interstage ist immer noch besser in Composite, aber nur, wenn ich bestimmte Details beachte. Das, ich kann es nicht, ich kann es quasi nicht generalisieren. Unsere Interstage ist in Composite, so wie wir sie bauen, deutlich besser als in Metall.
Ich war total beeindruckt. Ne? Während dem Live-Event gestern wurde da geschweißt und ich habe das dann auch direkt gefilmt und war dann auch ziemlich begeistert von der Qualität der Schweißnähte. Also ich hatte schon das Gefühl, dass eure Schweißnähte besser aussehen als die Standardschweißnähte bei SpaceX. Verfolgt ihr das eigentlich live, was da passiert? Ja, klar. Machen wir. Thema Schweißnähte ist bei uns ein ganz großer Punkt. Das ist wieder eine kleine Unfair Advantage. Unser Investor MT Aerospace ist im Endeffekt, MT Aerospace ist eine Firma, die beherrscht Schweißen von A bis Z. Das heißt, die Schweißer waren vorher schon mal bei MT Aerospace und wir haben natürlich ganz genau die Parameter, die wir brauchen. Und diese Parameter sind entwickelt über viele, viele Jahre. Also der Grund, warum diese Schweißnähte so geil aussehen, ist der Background der Schweißer und natürlich ein unfair advantage über unsere Investoren. Klar. Ja, wenn wir beim Thema SpaceX sind und das, was da im Prinzip in Boca Chica jetzt versucht wird, nämlich mal vollständige Wiederverwertbarkeit von Raketen. Die etablierte Industrie, die muss erstmal die teilweise Wiederverwertung oder Wiederverwendung hinbekommen. Habt ihr da schon ein Lieblingskonzept? Also du hast schon mal gesagt, wegen jetzt erstmal die Rakete soll erstmal starten, die soll so funktionieren, die wird auch so Geld verdienen, aber langfristig wollt ihr Wiederverwendung realisieren. Gibt es da schon irgendwie so eine Lieblingsidee, wie man das machen könnte? Na klar, also wir haben natürlich diese ganze Wiederverwendbarkeit schon lange, bevor wir angefangen haben mit diesem Projekt, eruiert. Wir wissen ganz genau, wie wir es machen wollen, wir wollen es momentan noch nicht kommunizieren. Mhm. Okay. Ja. Aber sagen wir mal so, Landing Legs, Falcon 9, mega cool, aber es gibt kostengünstigere Methoden, das Ganze zu machen. Mhm. Wir halten uns den Joker momentan sehr nahe, wir kommunizieren das erstmal nicht. Investoren dürfen es wissen. Wiederverwendung, das, was die im Prinzip da in Boca Chica jetzt machen wollen, wäre ja dann volle Wiederverwendbarkeit und aktuell Elon-Time oder Elon-Ansage wäre, dass sie den dieses Jahr noch in den Orbit schaffen. Würdest du dich dazu äußern, von wegen, ob das realistisch ist? Das ist natürlich immer die optimistischste Zeitplanung. Mhm. Ist sehr beeindruckend. Was da passiert, ist sehr beeindruckend. Wenn es nicht dieses Jahr ist, dann ist es nächstes Jahr. Ich finde es relativ beeindruckend und ich glaube auch, dass es zum Schluss funktionieren wird. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so der Punkt, ist ja auch eigentlich scheißegal, ob es jetzt dieses oder nächstes Jahr ist oder so. Und das ist dann immer so spannend, dass dann immer die Hater sagen, ja, hat er was nicht eingehalten oder so. Und es ist spannend, sich so Sachen vorzunehmen und wenn es dann ein bisschen länger dauert. Klar, es ist schwer. Human Progress. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr Human Progress. Wir müssen mehr machen, wir müssen mehr ausprobieren, wir müssen mehr tun. Und das ist natürlich alles verdammt schwer. Wenn wir Prognosen abgeben, wie schnell wir das schaffen, dann machen wir das mit bestem Gewissen. Aber man sieht auch, Elon Musk schafft es nicht immer. Ab und zu braucht er ein bisschen länger.